So, weiter geht's hier bei FIFA 12. Wir haben unser erstes Champions Cup Spiel gegen den RSC Anderlecht, Anderlecht aus Belgien. Den wohl besten belgischen Verein, glaube ich. Nee, da gibt's doch noch hier Dingens, oder? Ach doch, St. Gallen ist ja Schweiz. Viele haben die Gruppenphase kritisiert, aber das Stadion, es ist voll. Die will ich nicht heute hören. Kann es schon passieren. Dingens hier, wer ist denn doch gut aus Belgien eigentlich? Also ich kenne nur Anderlecht jetzt, vom Namen halt. Also wenn mich jetzt einer nach der Vereinsgeschichte fragt, kann ich dem nichts beantworten. Nur dass er halt aus Belgien kommt. Vielleicht noch irgendwie der FC Brüssel oder sowas. Oh, jetzt leckt's gerade. Das war ein Foul und es leckt immer noch. Okay, jetzt geht's wieder. So. Und natürlich der übliche Spruch, ein Sieg muss her, muss. Und dann ist im Europacup. Aber nicht, wenn der Schuss abgeblockt wird. Oh, danke schön für diese wunderschöne Gelegenheit zu diesem Torversuch von Gomez. So. Und mit dem mal reinbringen. Na, Schuss! Alter. Schönes Ding. Oder auch ein wildes Ding. Ahaha, war der lustig. Oh Gott, wer von euch hat denn das Dschungelcamp gesehen? Wer hätte es auch anders erwartet? Die es eigentlich gar nicht nötig hat, hat gewonnen. Ja, jawohl. Oh, Neymar. Verzieht den ja ultra, ey. Junge. Also, Dschungelcamp. Mein Gott, wer von euch hat zwei Wochen und jeden Abend und Viertel 18 vor Fernseher gesessen? Nein! Komm jetzt, den musst du machen! Alter, das gibt's doch nicht! Ich werde doch krank hier! Wenn er schon solche Chancen auslässt, dann werde ich verrückt in der Birne. Da werde ich richtig, richtig krank. Schön verloren. So, jetzt schöner Angriff. Ribery. Komm, er ist 1-0. 1-0 gegen Anderlecht. La-di-da-di-da. La-la-la-la-la-la. Ah. So, das können wir springen. Das war ja nur so ein Standardtor. So. Du gehst an mir vorbei. Das finde ich nicht gut. Dafür wirst du gerubbt. Scheiße. Oh, danke schön für den Ball. Boah, da sollte der nicht hin. Der sollte zu Boateng oben. So. Jawohl, und jetzt Neymar. Hui. Er musste ihn sogar noch halten. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber einfach mal aus der Distanz drauf zu machen, kann schon mal was bewirken. Und jetzt Robben. Lässig, wie lässig er diese Bälle reinmacht. Arjen Robben, 2-0, 32. Minute. Schön. Hier gucken wir nochmal. Lässig. Wie ein Robben halt. Schön, solche Spieler in seiner Mannschaft zu haben. Aus einfach nur einmal angetreten, Schuss zu machen. Zack, ist er drin. Zack, ist er drin. Oh. Oder so ein bisschen dumm drüber gestolpert. So, jetzt habe ich das Wort. Oh. Elfer. Scheiße. Ah, nee, ne.
Egal, dann können sie ja höchstens zum Anschluss kommen. So, so, wo schießt du hin? Wo schießt du hin? Nein, 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 wo schießt du hin? Wo schießt du hin? Wo schießt du hin? Wo schießt du hin? Oh, ist der schlecht. Oh, ist der schlecht. Wie geil, gucken wir uns das nochmal an. Ist der dumm, ich hätte ihn sogar gehalten, wäre der richtig gut gekommen. Ist der dumm, ist der dumm, ist der dumm. Ach, also ich würde diesen Elfer reinmachen, würde ich sagen. Knallhart. So, Ribéry. Hoch zu Neymar. Da ist Robin, der läuft nicht los. Oh, geil. Das wollte ich noch nicht mal, dass er diesen Trickpass macht. Und er macht ihn einfach automatisch. Und jetzt! Hohoho, ausgekontert. Ausgekontert. Jawohl, 3-0, 43. Ribéry. Jetzt gucken wir uns das nochmal an, hier. Und dann diese Flanke. Ha! Schön, schön, schön. Seitdem ich weiß, dass diese flache Flanke geht, fallen noch mehr Tore, würde ich sagen. Vielleicht gibt es auch mal einen richtig, richtig hohen Sieg, das wäre auch mal geil. So ein 6-0. Ein höchster Sieg war ja ein 5-1, war ja erstmal ein höchster Sieg, immer mit dem Gegentor. Mal 5-0 spielen oder so, das wäre mal was. Aber gegen Anderlecht, man weiß es ja nicht. Vielleicht schaffen sie in der zweiten Hälfte noch das Unglaubliche. Oh, da hat sich einer verletzt, scheiße. Oder eine Zerrung oder so zugezogen. Könnte Bartstuber sein. Gucken wir doch mal nach. Ei, ach du, oh, das kann eine lustige Halbzeit werden. Bringen wir Alaba. So, Neymar muss hundertprozentig raus. Mal Götze für ihn. Boah, das wird richtig, das wird eine harte zweite Halbzeit. Das wird eine richtig, richtig harte zweite Halbzeit. Ich sage, wir bringen lieber noch einen neuen Verteidiger. Ich glaube, da haben wir aber keinen mehr. Da muss Luis Gustavo in die Verteidigung. Anders geht's nicht. Naja, egal. Irgendwie wird's schon klappen. So, ja, jetzt kommen die Auswechslungen, bla bla bla. So. Ah, die braucht das auszupfeifen. Ist jetzt schlecht. Diesmal mal! Oh, 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 ich liebe es, ich liebe es. So geiler, so geil. Einfach mal draufgezimmert, der Ball kommt zu Gomez und er lupft ihn mal locker leicht und softig über den Torwart rüber. Schön, schön, schön. 4-0. Oh, ein echt geiler Abwehrfehler, ey. So richtig, richtig geil. So ein Glück muss man haben. Ich hatte es. Ich hab's mir auch verdient. Oh, jetzt mal aufpassen nach der Flanke. Ey, Neuer. Und jetzt mal gucken, ob wieder vorne einer frei ist. Na, nicht richtig. Wow, das war ein interessanter Schuss von Gomez. Das wollte ich den eigentlich gar nicht. Na, egal. Wenn wir jetzt Götze im Spiel, der macht das schon. So. Oi, 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 der kommt durch. Hier nach vorne hauen. Das Götze, der kann ihn aber nicht verlängern, aber er kommt vor dem Gegner mal dran. Was? Was? Voll am Gegner? What the fuck? Wie holt es irgendwie dein Hintern oder so? Mann, 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 Mann. So. Chelsea führt 13-0 gegen Panathinaikos Aren, so ich es gesehen. Athen. Ach, Aren, natürlich. Und jetzt noch ein Türchen hinterherlegen. Das ist jetzt meine Devise. Ey, faul. Faul. Ey. Nee, ich glaub's manchmal einfach nicht. Einfach mal den hier.
Das sieht immer so gefährlich aus. Und dann fängt er den einfach so locker. Komm, den kriegst du noch. Jawohl. Noch gekriegt. Oh, Ribéry ist aber platt. Muss ich aufpassen mit ihm. Ja, Schweinsteiger. Schieß mal mit Schweinsteiger. Uiuiuiuiuiuiui. Schöner Schuss, schöner Schuss. Gucken wir uns den nochmal an. Uiuiui. Und schöne Parade. Eckball. Ja, den Halster haben ja, hat er auch, leider. Oh, ich hatte genau die richtige Ecke geahnt, wo er hinwirft. Und er ist zu langsam. Jetzt schön aufpassen in der Verteidigung. Uiuiuiui, Neuer. Nach vorne. Das Götze. Kommt aber nicht vorbei, den darf er wahrscheinlich nicht aufnehmen. Okay. Weil es war ja eigentlich kein absichtliches Rückspiel. Ich würde euch ja jetzt gerne noch ein paar Infos zu Anderlecht erzählen, aber da fällt mir ehrlich gesagt nichts zu ein. Ich suche mir einfach fürs nächste Mal ein paar. Hey, Fiedern-Foul, was er nicht gesehen hat. Suche ich mir einfach ein paar Daten für den nächsten Gegner aus. Ein paar Sachen. Da kann ich wenigstens was Sinnvolles erzählen während des Parts. Nicht sowas wie FIFA wird ein Endlosprojekt. Ich weiß nicht, ob es ein Endlosprojekt wird. Müssen wir mal gucken. Also die Saison hier geht noch gespielt. Dann frage ich wieder, ob ihr noch eine Saison haben wollt. Also das dürft ihr jetzt noch nicht beantworten. Das müsst ihr dann schon gegen Ende der Saison hier beantworten. Lang muss Geduld sein. Auch wenn jetzt viele schreien, dass sie noch eine Saison haben wollen. Das wird dann zeigen. Das wird sich dann zeigen. Ja. Wenn ihr danach noch eine Saison haben wollt, wenn ihr danach noch eine haben wollt. Und sagt mir noch, ob ich weiter mit Bayern machen soll. Und dann auch immer so. Das wird aber alles noch zu seiner rechten Zeit finden. Es ist ja noch gerade mal Anfang dieser Saison. Ja, und da ist das Spiel auch schon vorbei. 4:0 Sieg gegen Anderlecht. Schönes Tor von Robben, schönes Tor von Ribéry. Durch schöne Kombination. Ich würde sagen, das ist recht verdient. Ribéry hat die beste Note bekommen, habe ich gerade noch im Augenwinkel gesehen. Chef-Physio, Spielerverletzt. Rafinha wird für 7 Tage ausfallen, leider. Dann müssen wir leider Alaba für ihn spielen lassen. Ja, Alaba muss leider für ihn spielen. Und Alaba hat ja schon mal Verteidiger gespielt. Ja gut, dann lassen wir Müller auch nächstes Spiel mal stehen. Oh, super. Da können sich Spieler jetzt auskennen. Das nächste Spiel ist nämlich gegen Frankfurt an einem Sonntag. Oh, ich sehe gerade Gomez, bester Torjäger mit 7 Toren. Bayern, 6 Saisonspiele haben wir schon. Wow, geht das doch vor. Ich würde sagen, haben wir noch eine Minute, dann gucken wir mal gerade noch in die Statistiken rein. In den Champions Cup, in die Ligatabelle und... Oh, es war doch das schon das... Ach nee, das ist doch nicht... Komme ich jetzt hier da weiter. Rangers da... Ach doch, es war schon unser zweites Spiel. Sorry, dann habe ich mich leider vertan. Tut mir leid. Ach genau, gegen Benfica haben wir schon gespielt. 6:0 ist die Tordifferenz in der Gruppe. 6 Punkte. Das sieht doch nach einem sicheren Halbfinale aus. Gut, und Müller wird dann nächstes Spiel ausspielen. Jetzt gucke ich mal gerade, wie fit die Spieler sind. Ja, ich muss Rafinha noch gerade auf die Ersatzbank setzen. So. War das doch mal gerade. Ich guck mal gerade noch. Uiuiui, das wird aber echt knapp. So. Schnell, wie fit sie alle sind. Ach, das geht doch locker. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten Mal gegen Eintracht Frankfurt. Also, ciao und tschüss.